Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch im Allgäu. Und wenn alles klappt, auch noch länger. Ich drehe jetzt wieder eine Runde. Erst mit dem Rad. Und da steht der Rucksack. Das heißt, ich fahre im Grunde zu meinem Ziel und werde dann den Rest wandern. Ja, Wetter ist super. Ab 8 Uhr soll richtig die Sonne rauskommen, sollen bis zu 6 Grad werden, trocken und kaum Nebel. Und das zeichnet sich jetzt auch schon ab. Es ist 7.30 Uhr. Was man im Hintergrund hört, ist die Standheizung, die noch ein bisschen läuft, weil nachts ist ja doch unter Null und dann ist es mit Heizung schon ganz angenehm. Die geht jetzt in 15 Minuten ungefähr von selber aus, weil ich einen Timer eingestellt hatte. Deswegen lasse ich die zu Ende laufen. Fertig. Ja, ich würde sagen, es geht los. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Würde mich freuen. So, hier das erste Mal meine neuen klingelnden Freunde. Und dann hat man einen herrlichen Blick hier in den aufsteigenden Dunst im Sonnenlicht. Jetzt habe ich gerade die Handschuhe wieder angezogen, muss euch das aber noch einmal zeigen. Weil so im Schwenk wird es noch mal deutlicher, wie dieser Nebel aufsteigt. Und falls ich mich ein bisschen merkwürdig anhöre, ich habe das Buff bis über die Nase gezogen und die Mütze bis unter der Augen, so ungefähr. Ja, unter der Augen, habt ihr richtig gehört. Ist echt arschkalt an den Händen, im Gesicht. Aber es macht Mordslaune, hier so in diese Richtung zu düsen. Was habe ich? Ja, gute 20 Sachen. Genial, sage ich nur. Genial. Schaut euch mal hier den Frühnebel über dem Fluss an, über der Filz, Richtung Sonne. Ein herrliches Bild. Und die Sonne strahlt schon richtig, wie ihr vielleicht da erkennen könnt. Entschuldigt, dass ich die Nase hochziehe. Ich brauche gleich ein Tempo, aber dieses Bild hier musste ich mir erst gönnen. Wie bekloppt man eigentlich ist. Man sagt sich, ach komm, fahr erst kurz nach 7 los, dann ist die Sonne schon da, ist nicht so kalt. Aber dem ist wirklich nicht so. Man redet sich das ja immer schön. Mir fehlt meine Thermohose, muss ich echt sagen. Da ich noch ein paar Tage hier bin, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, mir eine zweite anzuschaffen. Wobei man die ja eigentlich auch nicht oft nutzt. Also ich bin nicht so der Fan, dass man sich so überwarm anzieht, weil dann unterwegs, wenn es ein bisschen anstrengender wird, sind mir die Dinger immer zu warm. Deswegen. Aber morgens auf dem Rad ist es echt sehr frisch. Aber schön. Aber letztendlich ist es ja doch immer ein Genuss. Hier oberhalb von mir sehe ich gerade ein Reh wieder. Oh, jetzt geht's über die Kappe, über die Kuppe. Ich hoffe, ihr habt es noch gesehen. Ja, man sieht das oft zu spät. Da kann man mein erstes Etappenziel heute schon sehen. Eine weitere Ruine in der Nähe von Filz. Das gehört schon zu Österreich hier. Hatte ich in einem der letzten Videos ja gesagt, da hatte ich so eine spontane Runde gedreht noch, weil mir der Tag irgendwie ja noch ein bisschen Licht übergelassen hatte und ich dachte, jetzt rumsitzen ging nicht. Da war ich schon hier. Aber habe es vor Einbruch der Dunkelheit halt nicht mehr geschafft oder hätte es nicht geschafft, dort rauf zu kommen. Deswegen jetzt erneut hier und der Weg nicht groß gefilmt, weil ihr das ja schon kanntet aus dem letzten Video. Aber da möchte ich hoch. Da gab es eine Umleitungsempfehlung über St. Anna, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und die werde ich euch. Ja, da war der Akku mal wieder leer. Hatte ich gestern vergessen aufzuladen. Kann schon mal vorkommen. Ich wollte euch nur noch sagen, dass ich euch jetzt den Weg dorthin dann zeigen werde. Mehr war gar nicht. Auch hier wieder so ein schöner kleiner Wasserlauf und ein herrlicher Radweg entlang des Waldes. Und da kommt jetzt eine Ortschaft. Das müsste dann Filz sein. So, mittlerweile auf geschottertem Forstweg ging es hier hoch. Und hier jetzt auch weiter durch die Baustelle,
war es nicht ganz eindeutig ausgeschildert. Hab da unten gerade jemand gefragt, der sein Auto freikratzte. Und der sagte hier hoch. Von der Himmelsrichtung passt es, wo die Ruine zu sehen war. Deswegen denke ich mal, wird schon schief gehen. Und wenn nicht, macht es so runter, halt wieder Spaß. Ich habe vorhin schon ein Hinweisschild gesehen, was mich auch noch interessieren würde. Und da der Tag ja jung ist, ist das alles im Bereich des Möglichen. Aber jetzt erstmal hoch. Ich habe tatsächlich versucht, hier im ersten Gang sitzend hochzufahren. Hab dann den zweiten geschalten und versucht, im Stehen hochzufahren. Aber dann dreht das Rad hinten immer wieder durch. Somit muss ich jetzt das letzte Stück schieben. Ich glaube, man hört es so ein bisschen, ja, dass das Trampeln nicht ganz ohne war. Aber jetzt ist mir definitiv warm. Kein Gedanken mehr für Thermohosen. Schön. Was hier unterwegs das Schöne ist, man muss sich gar nicht so viel zu trinken mitnehmen. Ich habe mittlerweile maximal so 0,3, 0,4 mit in meiner Flasche, weil überall diese Quellen sind mit echt astreinem Wasser. Ich habe das jetzt schon 2 Tage getrunken von verschiedenen Quellen und mir geht es definitiv gut vom Magen. Also so schlecht kann das gar nicht sein. Ich gehe nur nicht weiter rein, weil das ist nämlich manchmal trügerisch. Hier, wo das Laub ist, steht's Wasser. Und das ist mir in Berchtesgaden mal passiert. Da war ich auch an einem See und dachte, oh schön, mach so einen Schritt nach vorne ins Laub und war im Grunde bis fast zum Knie im Wasser. Und der Mensch ist ja lernfähig, deswegen bin ich da jetzt immer besonders vorsichtig. So, hier geht's jetzt weiter. Hoch zur Ruine. Ich schließe das Fahrrad mal eben ab und dann geht's weiter. Ja, hier noch einmal kurz zur Erklärung. Älteste recht exakte Ansicht der hier noch hohen Eck betitelten Burg auf der Tiroler Karte, des Warmund von 1609. Deutlich erkennbar ist der große Wohnturm mit seinem hölzernen Umgang. Der 1327 zur Stadt erhobene Ort Vils besitzt noch seine Stadtmauer. Des Weiteren steht hier unten noch so einiges, dass das ja früher hier zur Via Claudia Augusta gehörte, die in der Römerzeit Adria bzw. Venedig mit der Donau verband und auch im Mittelalter aufgrund der Salztransporte von allein einer der wichtigsten Verkehrswege zwischen Nord und Süd blieb. Was gibt es denn noch? Um 1220, 1230 wurde es dann hier im Herrschaftszentrum Burg Vilseck. Mit ihrem Besitz waren beträchtliche Einnahmen durch Zölle und Geleitrechte verbunden. Wie immer geht alles um die Kohle. Jetzt aber hoch. Wobei hier auch noch mal so ein Blick durch den Wald. So ein bisschen Herbstlaub ist ja noch zu sehen. Und das ist im Sonnenlicht besonders schön, wenn das so golden leuchtet. Und auch der Weg durchs Laub hier macht mir immer wieder Spaß oder Freude, wie man es nennen will. Hier einmal wieder so ein kleiner Schwenk rundum und das ist der Blick auf die Ruine. Wenn ich mir die jetzt so betrachte, im Gegensatz zu den anderen, wo ich war, sieht das Ganze doch recht ungepflegt aus, beziehungsweise der Natur überlassen, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist hier landkreisabhängig und auf der Seite, wo ich jetzt bin, scheint das keine Priorität zu haben, das zu pflegen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil, wie ihr seht, das ist hier nur noch so ein Trampelpfad, der hier durchführt. Und rechts und links davon sind auch irgendwelche Sachen, aber das ist nicht mehr erkennbar. Und, ja doch, hier geht es noch ein Stück weiter. Ja, ich denke mal, da brauche ich nicht viel mehr zeigen. Schade. Ich hatte gerade noch mal angehalten, um mir die Handschuhe wieder anzuziehen. Und dann sagte hier so ein österreichischer Herr, ich kann das nicht so. Na, ist kalt auf dem Radl. Da musst du Handschuhe tragen oder irgendwie sowas.
mit diesem schönen Dialekt und lachte sich kaputt. Aber ohne Handschuhe ist echt noch frisch. So oben stehend in der Sonne auf der Ruine war okay, aber wenn man sich bewegt hier auf dem Rad, ist die Luft kalt. Aber herrlich. Also ich muss sagen, jetzt die letzten paar Kilometer hier durch Tirol, das rollt sich gut. Gut, genau. Auch viel hier so Moorlandschaften und ja, sonst noch was. Oh, Autobahnunterführung. Nicht, dass hier, glaube ich, auf die Idee kommen, ich muss Maut bezahlen. Das macht der Österreicher ja doch gerne. Oder noch schlimmer, irgendwelche Corona-Kontrollen. Ja, nicht drüber nachdenken, einfach radeln. Schild finde ich ja schön. Mit diesem altertümlichen Auto da drauf. Durchfahrt verboten, ausgenommen Anrainer. Dann bin ich jetzt mal Anrainer. Ja, hier gab es jetzt so vor einer Viertelstunde eine Gabelung ohne Hinweisschilder. Ich habe die linke genommen, einfach nur, weil die Richtung passen müsste. Aber es kommen auch keine weiteren Schilder. Ich hoffe mal, dass ich richtig rumgefahren bin. Ist mal ärgerlich. Aber im schlimmsten Fall gleich online mal gucken, wo ich mich befinde. Aber ihr kennt mich ja. Erstmal machen. Erstmal machen. Ja, jetzt gerade ging es so ungefähr 5-6 Minuten nur bergab und geht da noch weiter. Nicht mehr so steil, aber immerhin weiter bergab. Heißt im Umkehrschluss nachher aber auch hoch. Freue ich mich schon riesig drauf. Deswegen ich aber angehalten habe. Erstmal tränen mir die Augen und ich sehe kaum noch was. Aber da unten durch den Wald durch sieht man eine riesen Wasserfläche. Sprich, das ist der Fluss, der dahergeht. Und das heißt, ich bin also in der richtigen Richtung unterwegs. Ansonsten noch mal ein Blick hoch in den Wald hier. Ist herrlich. Hier hat man jetzt mal so einen Gesamtblick, wie trocken dieses Flussbett ist. Vorne ist so ein bisschen, was heißt ein bisschen, bestimmt auch 20, 25 Meter in der Breite. Aber dahinter, dieses riesige trockene Stück, Wahnsinn, wenn das erstmal alles gefüllt ist, was das Wassermassen sein müssen. So, hier ist jetzt der offizielle Grenzübergang Republik Österreich. Dann wage ich jetzt mal den Grenzübertritt. Weil zurück ist gerade keine Option. Jetzt habe ich ja schon so viel geschafft, da will ich den Rest auch noch. Noch ganz witzig, das wird wahrscheinlich das Grenzerhäuschen sein. Und hier vorne stand ein Schild, Übertrittszeit ist nur erlaubt von 6 bis 21 Uhr. Also zeitig zurück. Schaut mal hier, ich habe gerade einen Zugang gesehen. Fischereigrenze KFV Füssen. Ja, okay. Das betrifft mich ja jetzt nicht. Mir geht es nur darum, hier jetzt runterzukommen. Um einmal hier dieses Flussbett im Ganzen zu sehen. Nicht schlecht. Das sind hier manchmal so Momente, wo ich mich ärgere, dass das als Radweg ausgewiesen ist. Weil es mit einem normalen Fahrrad einfach nicht zu fahren ist. Mit einem Mountainbike eventuell, aber hier mit diesen ganzen Steinkanten zwischendurch. Man eiert nur von rechts nach links und schlägt überall auf. Das ist mit den normalen Reifen eigentlich nicht gut. Und dann zwischendurch ist es noch so schlammig, dass man bis zur Felge fast einsackt. Naja, immer das Ziel vor Augen, dann wird schon alles gut. Ja, sowas hier meinte ich vorhin. Aber immer wenn man denkt, man ist kurz vorm Verzweifeln hier,
kommt ein Wanderer und fragt nach dem Weg. Und er sagt mir, ja, kommst hier Lech am Wasserfall raus, also am Lechfall. Und da war ich ja in einem der letzten Videos schon. Das heißt, es ist schon mal ganz gut, richtiger Weg. Und da kommen Hinweisschilder. Ja, so kommt dann eins zum anderen. Erst gar nichts, dann freundlicher Wanderer und auch noch Hinweisschilder. Klasse. Läuft. Was sagt uns das? Nicht aufgeben. Sieht das nicht klasse aus hier wieder? So oberflächlich der Frost da drauf. Und was mir gerade bewusst geworden ist, ich war ja in Österreich, also Tirol. Natürlich war das der Grenzübertritt wieder zurück Richtung Deutschland. Manchmal geht's in meinem Kopf nicht so schnell voran, wie Augen und Mund miteinander kommunizieren. Aber später merke ich es dann doch. Ist euch wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Genauso wie meine Verhaspler beim Sprechen. Aber die meisten von euch finden das ja eigentlich ganz sympathisch, dass ich das dann auch so lasse. Ist halt authentisch hier. Und nichts gefaktes Hochglanz, Vanlife, Mountainbike, was auch immer Video. Einfach so, wie es ist bei jedem normalen Menschen. Schaut mal hier, da hat man wieder so einen schönen Blick Richtung Lech. Die Lech, der Lech, der Fluss namens Lech. Und auch die Wasserfarben. Dieses Türkisfarbene da drin. Stehe ich ja total drauf. Ich war als Kind mal irgendwie über die Brennerautobahn gefahren und habe da dieses ganze Gletscherwasser gesehen in den Farben bei Sonnenschein und seitdem bin ich dem verfallen. Ja, ich bin in Füssen. Dort unten der Lechfall, den ich jetzt nicht noch mal ausführlich zeige, das habe ich ja in einem der letzten Videos schon gemacht, sondern jetzt weiterfahren werde Richtung Füssen. Hier entlang der Via Claudia Augusta, die 46, 47 nach Christus entstanden ist und mir dort auf meiner Rundroute das ein oder andere noch anschauen werde mit euch. Ich bin jetzt ungefähr nach 30 Metern wieder angehalten. Ich will jetzt nicht, wer weiß, wie weit reingehen. Es ist so ein bisschen abschüssig, wie ihr sehen könnt. Aber hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die Rückseite von dem Lechfall. Das hat man ja gestern, oder ich sage immer gestern, in dem letzten Video halt nicht so gut erkennen können. Ich zoome das nochmal, weil das farblich auch Weltklasse ist. Und dann diese Formation der Felsen dahinter, oder die Form, besser gesagt, sehr beeindruckend. Ja, es ist immer gut, neue Wege zu gehen oder zu fahren. Man sieht den gleichen Ort, aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und viel schöner. Sieht das nicht klasse aus? Es ist auch der Weg nach Füssen, aber halt von der anderen Seite wie gestern. In dem letzten Video, meine ich. Ja, zumindest weiß ich jetzt, wo ich rauskomme. Super. Dann weiter zum Zielpunkt. Wieder raus aus Füssen. Und mitten auf den Lechsteg, wo auch noch mal schön zu sehen ist, was das Wasser eine tolle Färbung hat. So, hier könnt ihr es lesen. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was mein Tagesziel heute ist, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Aber die Sonne hat sich mittlerweile komplett verabschiedet und es ist richtig diesig und neblig geworden jetzt hier in der Region, dass ich hoffe, es überhaupt noch sehen zu können und euch natürlich dann auch zeigen. Aber es wäre echt ärgerlich. Ich hatte nur in der Region geguckt, jetzt wo ich war. Und da solltest du bis 14 Uhr sonnig bleiben. Jetzt hier 30 Kilometer weiter sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus.
Ist halt je nachdem, wie die Berge sich hier so rundum schlängeln. Ja, der Aussichtspunkt Neuschwanstein-Blick hat sich erstmal erledigt. Ich versuche jetzt mal von der anderen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich versuche jetzt halt die andere mal so nah dran zu fahren, dass man zumindest was erkennt. Ist echt schade. Weil jetzt mit dieser Witterung ist auch alles andere als angenehm, das Radeln. Ich hatte extra wegen dieser Ruine nur einen Rucksack mitgenommen und keine Fahrradtaschen. Der Rucksack ist zwar angenehm am Rücken von wegen Temperatur, aber zum Radeln an sich ist es doch schöner mit einer Fahrradtasche. Hey ja, an manchen Tagen läuft es nicht ganz rund, aber ist trotzdem toll. So, Kurve wieder gekriegt. Und jetzt hoffe ich gleich einfach belohnt zu werden. Mit einem Top-Ausblick. Seht ihr, was ich sehe? Dort im Nebel. Es ist einigermaßen zu erkennen. Habe ich mir jetzt natürlich im strahlenden Sonnenschein vorgestellt, so wie ich losgefahren bin heute Morgen. Tja, man kriegt nicht immer, was man will. Ja, hier steht's nochmal. Hohenschwangau. Im Kreis Ostallgäu auf der romantischen Straße. Ja, jede Menge Parkplätze gibt's hier. Nur sehen tue ich nicht viel. Ich dreh durch. Jetzt habe ich euch so lange hingehalten mit diesem Video. Was heißt hingehalten? Ich war halt unterwegs, ne? Und kann euch nicht mal richtig das Schloss Schwangau zeigen. Ich würde fast sagen, das schreit nach einer zweiten Runde. Deswegen werde ich das hier in dem Titel gar nicht erwähnen. Ihr werdet es erst sehen, wenn es soweit ist, dass ich hier angekommen bin mit euch. Und schau dann mal. Hier mit den Kutschen, das finde ich ja ganz schön. Und auch so die Gebäude rundum sind ja nicht verkehrt. Ich glaube, was gerade viele aufregt hier ist, dass es keinen Ticketverkauf gibt. Wegen den hohen Corona-Zahlen. Wir haben gerade diesen Inzidenzwert von über 200. Und hier in Bayern auch FFP2-Maskenpflicht. Guck mal, da sieht man nochmal was. Und deswegen sind die da gerade irgendwie mit den Tickets. Ich weiß auch nicht. Kritisch mit dem Verkauf. Naja, wenigstens so sieht man was davon. Aber wie ich gerade schon mal sagte, auch so das Ganze drumherum hier ist sehr schön. Ich hoffe, das kann euch so ein bisschen drüber hinwegtrösten, dass ich jetzt nicht zum Schloss hoch oder reingehe. Museum der Bayerischen Könige ist hier untergebracht. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist direkt vor mir hier der Alpsee. Hat auch so mit dem Nebel seinen Charme. Aber ich hätte gern die Sonne. So sieht's einfach aus. So schön, wie es jetzt gerade wirkt. Ich denke, ich komme in Sonnenschein nochmal wieder und mache hier ein separates Video für euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's. Tut mir ein bisschen leid, dass das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin jetzt gut 3,5 Stunden bis hierhin gefahren. Und das reicht erstmal. Daher hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.